Wenn die Angst vor Kriminalität und Terror für politische Zwecke genutzt wird. Das wird blutig werden. Davon bin ich überzeugt. Es wird blutig werden. Und man nach Schuldigen für das eigene Unsicherheitsgefühl sucht. Ich schätze, es würde zu einem Bürgerkrieg kommen. Wir sollen zum Bundeskanzleramt und dort warten. Also wir sind jetzt hier am Kreuz Schönefeld. Wir müssten eigentlich irgendwie um 11 da sein. Na gut, dann gucken wir mal. Verabredet sind wir mit Tatjana Festerling, ehemals eine der Hauptfiguren von Pegida Dresden. Weiße Männer, blonde Frauen, na, wollt ihr den totalen Terror? Nach totalem Terror sieht es an diesem Vormittag in Berlin nicht gerade aus. Was Tatjana Festerling heute vorhat, hat sie nicht gesagt, nur dass wir nach einem roten VW-Bus Ausschau halten sollen. Als der kommt, springen neben ihr unter anderem zwei maskierte Männer aus dem Auto und rennen auf das Kanzleramt zu. Fortress Europe, so heißt Festerlings neue Organisation. Die Aktion heute findet vor allem für das Internet statt. No Islam, just freedom. No Islam, just freedom. Neben einem Islamverbot fordern sie auch ein entschärftes Waffenrecht. Tatjana Festerling findet, es sei an der Zeit, dass der Bürger aufsteht und sich wehrt. Doch dafür brauche es andere Männer. Ich glaube, dass viele Frauen die Nase voll haben von diesen Kindermännern. Und vielleicht muss man auch, so bitter das ist, sagen, vielleicht hat sogar auch, haben solche Dinge wie Silvester ihren Teil dazu beigetragen. Denn da kann man ja auch mal fragen, wo war denn der deutsche Mann? Ende Juni reist Tatjana Festerling an die bulgarisch-türkische Grenze. Hier patrouillieren seit längerem Bürgerwehren. Die zeigen Präsenz in den Wäldern. Und wenn sie dann dort auf Leute stoßen oder so, sagen sie, hier ist Stopp. Es gibt so Karten, da steht auf Arabisch und auf Englisch auch drauf, sie stoppen hier, sie begehen eine Gesetzwidrigkeit, dann ist der Paragraph aufgeführt und die Balkanroute ist geschlossen. Und dann stellt man sich da, werden die umstellt, wie auch immer. Das wie auch immer kann auch so aussehen. Flüchtlinge mit Kabelbindern gefesselt. Sie hätten zuvor die Bürgerwehr angegriffen, so Festerling. Ich richte einen Appell an die Männer Europas. Wer Worten endlich Taten folgen lassen will, der muss hierher kommen und hier die bulgarischen Freunde unterstützen. Wir sind davon überzeugt, das ist jetzt eine Zeit, in der geht es nur noch um Sein oder Nichtsein. Und für diesen Kampf sind wir bereit, uns zusammenzuschließen und auch die nötigen Konsequenzen zu tragen. Tatjana Festerling wird wieder nach Bulgarien reisen, um Europas Grenze zu verteidigen, wie sie sagt.